Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. Diesmal geht es von Georgiens Hauptstadt Tiflis über die Grenze nach Armenien. Nach den vielen Tagen, die ich zuvor in Bussen und Autos saß, wollte ich schneller an mein Ziel, die Berge Armeniens an der Grenze zu Aserbaidschan, kommen und nahm einen privaten Fahrer, der mir von der Unterkunft aus angeboten wurde. Und schon nach 1,5 Stunden kamen wir an der ziemlich leeren Grenzstation nahe der Grenze zu Aserbaidschan an. Ich filme jetzt mal eben kurz mit Handy weiter. Hier ist mein Reisepass. Jetzt muss ich aus Georgien ausreisen. Und dann, ja, da ist mein Fahrer. Muss ich auf die andere Seite. Wenn in Armenien einreisen, dann kann ich wieder in das Auto gehen. Und in Georgien ausgereist. Er rennt mit meinem Gepäck weg. Was ist das für ein Service hier? Direkt danach in Armenien eingereist. Und was, wie ich finde, ziemlich verrückt klingt, wir überquerten 7-mal die Grenze zu Aserbaidschan ohne Grenzkontrolle. Dazu müsst ihr wissen, dass der Grenzverlauf zwischen Armenien und Aserbaidschan nicht ganz klar geregelt ist, beziehungsweise es fast täglich Schießereien zwischen den beiden verfeindeten Staaten gibt. Und wir fahren schon wieder durch Aserbaidschan. Boah, ist das eine geile Landschaft, Leute. Das habe ich eben gerade aus dem Augenwinkel gesehen. Heftig. Das Auswärtige Amt warnt Reisende davor, in dieses Gebiet zu fahren, was ich meiner Familie natürlich nicht vorher erzählt habe. Doch das konnte ich meinem Fahrer nicht ganz klar machen, aber ich fühlte mich trotzdem einigermaßen sicher. Zum Glück ging ja alles gut und nach den letzten matschigen Bergstraßen und vielen Dörfern, die mich sehr an die Sowjetzeit erinnerten, kamen wir in der Stille der Berge an. Wir fahren hier echt hunderte Kurven und ich muss sagen, so langsam wird mir echt richtig, richtig übel. Die Straßen sind jetzt hier ein bisschen besser. Ah, die Kurven. Und er fährt hier so heftig schnell durch, das ist unglaublich. Naja, ich denke mal noch 50 Kilometer, dann müssten wir etwa da sein. Es geht sogar relativ schnell. Mega cool. Hier geht es einfach überall 500 Meter steil runter. Ohne irgendwelche Absicherung. Das ist richtig krass. Leute, hier ist jetzt die Unterkunft. Wir fahren noch ein paar Meter. Mir ist so schlecht, wirklich. Richtig heftig. Aber die Aussicht ist einfach der Hammer. Schaut euch mal an, wie unser Auto jetzt hier aussieht nach der Fahrt. Richtig heftig, ey. Hey Leute, ich melde mich jetzt hier aus meiner Unterkunft in den armenischen Bergen. Ihr seht, ich bin schon wieder ziemlich müde. Die Fahrt war auch wirklich, wirklich aufregend. Ich habe eine richtig, richtig coole Unterkunft. Die werde ich euch auf jeden Fall morgen im nächsten Vlog zeigen. Könnt ihr wirklich drauf gespannt sein. Ich fand es heute einfach schon einen mega ereignisreichen Tag. Das war einfach, ja, ich konnte mich fast gar nicht mit dem Fahrer verständigen. Wir haben es halt teilweise nur mit Google Übersetzer gemacht, aber es war halt trotzdem total die Sympathie da. Das war einfach schon wieder so ein cooles Erlebnis. Ja, und dann die Fahrt an sich war natürlich auch ein Abenteuer. Und ich fand es einfach mal cool, euch da auch so mitzunehmen über so einen Grenzübergang. Das war ja auch ziemlich spektakulär, finde ich. Also das ist ja wirklich auch ein illegaler Grenzübergang dann von Armenien nach Aserbaidschan gewesen, aber irgendwie auch nicht und ja, es weiß halt keiner so genau. Fand ich auf jeden Fall ganz interessant und dann dachte ich mir, okay, das filme ich jetzt einfach mal. Aber es gab sonst auch weiter keine Probleme, das hätte ich euch sonst schon längst erzählt. Für morgen und übermorgen sind auf jeden Fall richtig, richtig geile Dinge geplant. Ich bin hier in der Umgebung, da kann man echt einiges Ereignisreiches machen. Da muss ich mir nur noch überlegen, was. Ich habe hier mir ein bisschen was auf einem Zettel aufgeschrieben, wo auch immer er ist. Wie gesagt, morgen werde ich euch dann hier die Unterkunft zeigen und generell die Umgebung hier. Das ist einfach der Hammer, wirklich. Ich habe noch vorhin richtig lecker gegessen. Ich zeige euch nochmal ein paar Ausschnitte davon. Jetzt gibt es erstmal Abendbrot. Als erstes einen Tee und dann zwei Hauptspeisen. Und schaut euch mal diesen Ausblick an. Mega schön. Mir gefällt sie jetzt schon richtig gut. Jetzt gibt es eine Suppe aus roten Bohnen. Mal gucken, wie die schmeckt. Die Suppe schmeckt auf jeden Fall richtig gut. Jetzt ist hier noch meine andere Hauptspeise gekommen. Spaghetti mit roten Bohnen. Und Mais. Und hier nochmal gestampfte Kartoffeln, einfach weil ich mega Bock drauf hatte. Das passt zwar nicht zusammen, aber
Ich hab's echt vermisst von zu Hause. Also Mama, mach mir mal bitte wieder Kartoffelpüree. Danke. Leute, das Essen schmeckt einfach mal so gut. Richtig geil. Danach war ich so voll, dass ich wirklich das Gefühl hatte, ich muss mich gleich übergeben. Also es war schon nicht mehr gut, aber es war einfach mega lecker. Und die Aussicht vom Restaurant aus ist richtig geil. Also da werde ich jetzt immer hingehen. Das ist auch eins von zwei Restaurants hier in diesem Dorf. Also ich kann mich nur zwischen zwei entscheiden. Ja, ich hoffe, euch hat das kleine, etwas kürzere Video jetzt sonst auch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben von euch freuen. Und schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr euch auch vorstellen könntet, mal nach Armenien zu reisen oder generell in ein Land, wo ihr eigentlich mit Englisch überhaupt nicht weiterkommt. Weil hätte ich mir jetzt nicht heute noch eine SIM-Karte geholt, ich wäre hier wirklich nicht weitergekommen, weil Google Translator benutze ich immer offline. Da kann man das immer runterladen. Das hätte aber in diesem Fall einfach nicht funktioniert, weil Armenisch kann man nicht runterladen. Heißt, ich bin wirklich auf die SIM-Karte angewiesen. Ich mache mir immer so eine kurze Liste mit Guten Tag, Hallo, wo ist das und das und Dankeschön und ich komme aus Deutschland, ich heiße so und so. Diese grundlegenden Dinge übersetze ich mir immer. Für jede Sprache. Habe ich schon im Kurdischen gemacht, habe ich im Thai gemacht, im Laotischen, was auch immer. Das kommt auch immer ziemlich gut an. Das Armenische ist wirklich extrem schwer, finde ich, auszusprechen. Also ich bin sowieso kein Sprachentalent, aber ich finde es dennoch wichtig, zumindest sich da Mühe zu geben. Ja, deswegen bin ich darüber sehr froh, dass ich die SIM-Karte habe. So viel erstmal dazu. Wir sehen uns dann morgen. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann könnt ihr hier in der Mitte des Displays meinen Kanal kostenlos abonnieren und ihr verpasst keine Reisevideos mehr. Links und rechts davon verlinke ich euch dann einmal meine ganze Weltreise-Video-Playlist. Also alle Videos von meiner Weltreise bisher sind dann da drin. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Und hier verlinke ich euch meinen letzten Weltreise-Vlog. Schaut euch den an. Wir sehen uns beim nächsten Video. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Bis dahin. Ciao.